Das ist witzig. Da schreien die Leute immer rum mit 4 zu 3 und Bildgeometrie und dann ist das in 4 zu 3 viel zu oval. Ja? Wenn ich das 16 zu 9 machen würde, wäre es wahrscheinlich rund. Ja, willkommen zu X-Lay auf dem Super Nintendo. Zu dem Spiel habe ich eine besondere Beziehung, auch wenn ich es bisher kaum gespielt habe, weil ich hatte ja früher mal eine Videothek. Da haben wir Nintendo-Spiele verliehen und X-Lay ist eins der Spiele. Wir hatten noch eine Handvoll Spiele bis in die Anfänge der PlayStation 2-Zeit hinein, die sich noch gut verliehen haben. Und X-Lay war eins davon. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mir mal ein Super Nintendo hole, dann will ich dieses Spiel spielen. Gesagt, getan, irgendwann war es soweit. Ich habe das Ding ja schon eine Weile. Und habe es auch immer mal ausprobiert, aber ich komme noch nicht so besonders weit. Ja, mal gucken, ob sich das heute ändert. Ihr seid dabei. Wir gucken uns das Intro noch zu Ende an. Und nach meinem kleinen Vorspann geht's dann richtig los. Ja, wie das immer so ist, monatelange Angriffe der Feinde und dann ist irgendwann nur noch ein Schiff übrig und dieses eine Schiff rettet dann den Scheißtag. Ja, ganz klar. Das ist ein Plot wie aus dem Bilderbuch. Er könnte eigentlich aus den frühen 80ern sein, aber das Spiel ist, gleich werden wir es wissen, 1992 oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zeig mal. Das ist ja 92, ja genau. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so absetten können. Shot B, bla 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 bla, Trigger Speed. Ja, das ist nicht schlecht. Level Easy. Oh, das könnte helfen. Das habe ich noch nie verändert. Brightness drehen wir mal ein bisschen höher. Kommt mir gerade ein bisschen dunkel vor. Exit. So. Start. Fangen wir mal an. 6 Credits. Mal gucken, was wir damit so ausrichten können. Gut, auswählen kann ich hier gar nichts. Arms installation is complete. Good luck. Ja, haben wir das Ding jetzt ausgestattet. Und dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Beziehungsweise harren ist ja ein schlechter Ratgeber. Okay, das andere sind Raketen. Ja, was mich an Nintendo-Spielen schon immer gestört hat, waren diese Blubbergeräusche. Warum konnten die nie richtige Explosionen machen? Das finde ich doof. Oh, ja, und das ist genau das. Ja. Da bin ich so oft schon dran gescheitert. Blub, 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 blub. Das sind Raketen. Warum? Ja. Was das Besondere an diesem Spiel ist, ist, es nutzt diese Mode 7-Techniken unheimlich gut aus. Ja, das habe ich mir jetzt auch angelesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was das ist. Ich nehme an, es ist dieses perspektivisch angedachte Scrolling hier. Ja. Wenn ihr genau wisst, was Mode 7 bedeutet und mir das auf Deutsch erklären könnt, dann nehme ich euren Rat in den Kommentaren sehr gerne an. Ich bin totaler Super Nintendo Newbie. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin vollkommen unbeleckt eigentlich. Ja. Wieso habe ich jetzt eigentlich diesen Deckenschuss hier? Oh, Endboss-Teil. Okay. Aber ich treffe nicht. Ist doof. Und warum schießt dieser Schuss nicht dahin, wo ich will? Ah. Stinkt doch. Ah, jetzt habe ich wieder den. Okay. Ist das am Ende vielleicht auch so wie bei Sturmwind? Sturmwind auf der Dreamcast, wo man erst die Waffensysteme verliert, bevor man tatsächlich ein Leben verliert? Keine Ahnung. Ja. Also grundsätzlich, mir gefällt das Spiel optisch sehr, sehr gut. Ja, also es ist unheimlich schön gemacht.
war auch damals immer ein Hingucker. Also ich hatte auch eine Zeit lang Videospiele im Schaufenster laufen und da hatte ich das oft in der Loop. Ja. Ja klar, Continue. Nur wahrscheinlich heißt das ja, ich fange wieder von vorne an. Arms installation is complete. Ja, ist klar. Übrigens, nur falls der Ton hier auch wieder so komisch sein sollte, ich weiß es nämlich noch nicht, ich habe keinen Kopfhöreranschluss an den Fernseher. Das heißt, ich habe den jetzt zwar sehr leise gemacht, aber ich muss den Ton trotzdem irgendwie synchronisieren nachher. Und hoffe, dass es da keine unangenehmen Nebeneffekte gibt nachher, so wie Hall oder so. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Ah, gut, okay. Hey, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese drei Waves hinter mich gebracht habe, ohne Probleme. Irgendwie, ich finde, es ist ein bisschen langsam. Also, so schön das Spiel ist, aber es spielt sich nicht komfortabel, finde ich. Ja? Es bewegt sich alles sehr langsam und quakig irgendwie. Ich mag das Spiel. Ja? Ich habe schon so oft dabei zugesehen. Oh, das war doof. Das war doof. Ich habe hier aufgepasst. Ich habe mir auch andere Videos angeschaut, aber irgendwie, nee, ich werde nicht warm damit. Ja, ach so, die Schüsse. Ja, wenn ich die Taste halte, kommen die Schüsse so, das ist auch nicht unbedingt toll. So, ist wieder Endgegner-Time. Dann doch. Oh, das ist nett. Gegen was schon Lenkraketen abschießen kann und nicht endlos ausweichen muss. Ha, da habe ich einen eingesteckt gerade. Das war dumm. Okay, also ich habe die Waffe gewechselt, weil... Ja, es ist wie bei Sturmwind. Es ist sogar genauso angeordnet, sehe ich gerade rechts oben. Man verliert erstmal eine Waffe, wenn man keine extremen Kollision gehabt hat. Also das war ja eben irgendwie mein Bullet. Hab ich den jetzt? Da taucht er wieder. In der Explosion sah das jetzt nicht aus. Ah! Scheiße! Oh Gott, sind wir wieder voll bewaffnet. Bam, bam! Könnt ihr nicht mal richtige Explosionsgeräusche machen? Was war das? Ach, Menno. Arms installation is complete. Good luck. Ja. Fangen wir nochmal an. Auch ein Spiel, wo man mit... Oh Gott, hey! Ich wollte gerade sagen, wo man mit Einträgen sehr weit kommen kann. Ah, das war jetzt echt für die Füße. Den Versuch kann ich nicht komplett abschreiben. Da gebe ich lieber auf und mache noch... Und fange neuen Continue an. Das ist ja pervers. Nee, also... Ich muss auch sagen... Ich mag das Super Nintendo Pad nicht, es tut mir leid. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier noob-mäßig abkacke, abspacke. Ich mag es einfach nicht. Es fühlt sich total mies in der Hand an, finde ich. Ist wirklich sehr unangenehm. Aber man hatte ja damals nicht viel anderes. Das Master System Pad war ja so ähnlich. Mag ich ja auch nicht. Mega Drive Pad, das fühlt sich gut an. Das kann man gut in der Hand halten. Da ist das Steuerkreuz meiner Ansicht nach besser. Buttons irgendwie angenehmer zu drücken. Ich habe das Gefühl,
muss ich ja auch schön vorbeifliegen, kann ich sagen. Okay, abschießen kann man nur die dir auch auf einen selbst schießen. Ach, jetzt kommt der wieder. Okay. Wollen wir noch mal gucken, ob er nicht... Eben hatte ich ihn ja schon mal. Ob wir da nicht mal ein bisschen... weiterkommen. Okay, der verschwindet irgendwann. Ist auch gut zu wissen. Ja, der Buddy kommt wieder. Das war eng. Die Musik auf Nintendo spielen, obwohl das bei Sega nicht viel besser war. Das hat mir nie gefallen vom Stil her. Ja, die Instrumentierung und so. Hier geht's. Meine Musik passt zum Spiel. Sie ist schnell, nicht langweilig. Verlust doch jetzt recht weit gekommen, muss ich sagen. Langt noch. Okay. Boah, also das ist auch unfair. Wenn man das nicht weiß, ja, dann hat man schon verschissen. Was mich wundert ist, kriege ich die Waffen auch irgendwie wieder? Hui. Holla die Waldfee. Wer kommt da? Was geht da? Ist das jetzt ein richtiger Endgegner? Ah ja. Ah, was ist der mir an das Antwort? Oh, das ist nicht gut. So schwer ist er gar nicht. Na, so langsam kriegen wir ein Stück hier. Sieht doch gut aus. Ach, guck mal da. Jetzt habe ich hier eine Option. Was gibt's denn da? Ground, X-Lay Enemy, X-Lay... Ich würde mal sagen, nehmen wir das, ne? Hm.
begeistert. Ah, jetzt sieht das endlich mal wieder. Ja. Ja. Ich bin begeistert. Jetzt wird's schön. Jetzt wird's schön. Das ist mein Style. Sowas mag ich. Das sind Settings, die mir gefallen. Ja, nur aufpassen. Ah, genau. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Ah, wie mir das gefällt. Ich freue mich. Sterben. So. Ja, da ist bis jetzt noch nicht so viel los. Aber im ersten Level am Anfang gleich mehr Action. Ah, wundervolles Parallax-Calling im Hintergrund. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt auch keine großartige Leistung. Das ist was, was der T64 auch kann. Scheiße! Scheiße! Was war das denn? Ich wollte doch noch ausweichen. So. Oh, oh. Ah, hab ich mich auf. Ich hab mich zu sehr auf den anderen Kram konzentriert. Hui! Okay. Push the buttons. Nein! Arr! Scheiße! Ärgerlich. Mein großes Maul. Eben habe ich noch gesagt, mir ist zu wenig Action in dem Level und schon versieg ich's. Aber, hey, du bist wieder. Nice. Das gefällt mir, ich mag das. Ist das Hintergrund oder? Nein, es ist was zum Abschießen. Okay. Okay, also ich bin früher bei meinen ersten Versuchen nicht so weit gekommen. Das muss damit zusammenhängen, dass ich es auf easy gestellt habe. Ja, aber was jetzt der Unterschied war, weiß ich nicht so genau. Ja, so ist natürlich einfacher. Was der Unterschied war, weiß ich nicht. Also im ersten Level habe ich keinen großartigen Unterschied festgestellt und der hier ist ja neu für mich. Ja. Deswegen, ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. So, aber es ist wahrscheinlich einfach weniger los insgesamt. Aber um euch zu zeigen, wie das Spiel gestaltet ist, Stimmung von dem Spiel einzufangen, ist das, glaube ich, optimal. Ja, ich hatte sowieso mir jetzt in letzter Zeit mal wieder vorgenommen, wieder mehr Sachen zu spielen, die ich noch gar nicht oder nur sehr selten gespielt habe. Manche Sachen probiere ich ja nur aus, ob sie gehen, wenn ich sie irgendwo herkriege. Und dann räume ich sie ins Regal und vergesse erstmal. Das war gefährlich. Alter, Alter. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt schon irgendwie ein Endboss oder sowas. Nein! Immerhin habe ich jetzt wieder volle Bewaffnung. Das ist ja auch was. Was kommt da? Was kommt da jetzt? Oh, wo bist du? Hey! Also, ich will ja nichts sagen, aber ich bin gerade so ein bisschen verliebt. Das gefällt mir. Ja? Hm.
muss sagen, das ist toll. Das ist echt toll. Guckt euch den an. Der ist ja wundervoll gemacht. Das ist wirklich toll. Und schön. Liebevoll. Wenn man sich überlegt, was für eine Hardware hier zugrunde liegt. Boah, der rotzt, der rotzt, der rotzt, der rotzt, der rotzt, der rotzt. Wie weit rum kommt er? Okay. Nein! Das ist bitter jetzt. Wahrscheinlich muss ich jetzt die ganze Stufe nochmal spielen. Oder darf ich... Ja. Nee, Leute, ich denke, das Video ist lang genug. Und ich werde es an dieser Stelle jetzt beenden. Weil ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine Lust, da nochmal zu spielen. Das war Akeslay auf dem Super Nintendo. Ein wirklich wunderschöner Shooter. Technisch, grafisch sehr, sehr gut. Soundeffekte, Musik könnten ein bisschen cooler sein. Ja. Also dieses Geblubber zum Beispiel, das finde ich total unsympathisch und unpassend. Aber das war wohl der Stil dieser Zeit damals, keine Ahnung. Ja. Und spielerisch, aber eine runde Sache. Jetzt auf dem Easy Mode war das sehr angenehm fürs Erste. Und das habe ich nicht das letzte Mal gespielt, das weiß ich jetzt schon. Hatte ich mir ja schon vor 15 Jahren vorgenommen. Ja. In diesem Sinne, bleibt dabei, schaut meine Videos, gebt mir Daumen, abonniert mich, gebt mir Kommentare, wie findet ihr das? Wie findet ihr Super Nintendo Shooter generell? So viele gibt's ja, glaube ich, gar nicht. Ja. Also da war das Mega Drive wohl besser bestückt, eher gesegnet mit Shoot'em-ups. Oder ist euch das zu langweilig auf Dauer? Ist euch das zu schwer? Ja. Sagt mir eure Meinung. Und bis ich die Meinung von euch bekomme und darauf antworte, weil das mache ich immer, ich beantworte ja meine Kommentare immer, bleibe ich euer Alex. Bis bald. Ciao.